Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Have a Look at. Wir schauen uns die Rent Pre-Alpha an. Wenn ich mich recht erinnere, war Rent das Survival-Game von ehemaligen Blizzard-Mitarbeitern. Bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, das war das. Aber viel gibt es ja auch nicht zu sehen. Das ist halt noch Early Alpha hier, Pre-Alpha. Sind noch hier einige Sachen deaktiviert. Hier irgendwelche Waves von Monstern, die spawnen, Mounts, irgendwelche Meta-Progression, also irgendwas Endgame-mäßiges, Artifacts. Das hat noch alles ein bisschen gefokust. Noch Friends and Family hier. Extrem früh. Bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob ich das überhaupt zeigen darf, weil dort stand, man sollte erstmal kontaktieren. Habe ich getan, ich nehme es trotzdem schon mal auf, falls ich es zeigen darf, dass ihr direkt von Anfang an dabei sein könnt. Dann kann ich jetzt hier nicht joinen. Eben ging das auf jeden Fall. So, jetzt habe ich es wieder geschafft. Gibt hier drei Fraktionen, da ändern sich aber irgendwie nur die Augenfarben. Ich habe jetzt allerdings schon eine erstellt, gerade zum Testen, ob das flüssig läuft, weil es ist Unreal Engine, ich habe mir das relativ hoch gestellt. Darum wollte ich das einmal kurz testen. Gibt aber auch noch nicht viel, gibt hier zwei oder drei Frisuren, glaube ich, 0, 1 und 2. Und 8 verschiedene Haarfarben. Darum brauchte ich euch das jetzt eigentlich nicht zeigen. So, und da sind wir auch schon in Game. Ich weiß gar nicht, wie das hier läuft. Ich glaube, da waren vier Spieler oder so. Irgendwas stand da ja. Das sieht man hier nicht mehr, glaube ich. Ne? Oder vielleicht da unten im Chat. Kann ich denn die Maus aktivieren? Gibt es schon eine Taste, um in den Mausmodus zu kommen, oder? Sonst wäre da ja nicht so ein Menü. Enter Mouse Mode, left. Ah. Heißt das, das ist für die ganze Fraktion? Erforscht man hier irgendwelche Sachen oder was? Weil hier sind schon welche irgendwie fertig. Ja, du kannst gerne Tutorials zeigen, habe ich nichts dagegen. Wie schließe ich das denn hier wieder? Also, ja, da haben wir nochmal nachgeguckt. Das ist auf jeden Fall das von ehemaligen WoW-Entwicklern entwickelte Survival Game, ja. Weiß noch nicht ganz, wie performant das hier sein wird. Wie gesagt, ich habe es relativ hoch gestellt. Ich habe nur die View Distance ein bisschen runter gemacht. Weil es ein bisschen langsamer erschien zumindest. Also es war auch auf 0, als ich es gestartet hatte. Daher weiß ich nicht, ob man es so hoch machen sollte. Wie gesagt, das ist noch Alpha, es ist Unreal Engine. Ne? Das kann eine Menge zeigen, aber auch eine Menge Performance fressen. Jetzt irgendwie eine Libelle. Können wir irgendwie graben oder so ein Schlag sein? So ein Handkantenschlag, Power, weiß ich nicht. Hat man hier irgendwas? Nee. Ich weiß nicht, was die ganzen Tasten. Und das ist der Tech-Tree. Das ist Crafting. Dann brauchen wir ein bisschen Stein, Fiber und Wood schon mal. Also ich tippe mal, dass dann hier irgendwie so die Safe-Zone meiner Fraktion vielleicht. Oder ist einfach das Spawn, in dem es mir so Sachen gibt. Ich würde eher sagen, das hat irgendwer aufgebaut. Man kann uns hier ein bisschen. Boah, wie viel hier drin ist. Kann man es irgendwie splitten? Da. Ich möchte gar nicht so viel. Kann hier auch nichts reinschreiben. Dann nehme ich halt doch erstmal so viel zum Testen. Warum kann ich die denn nicht stacken? Ach, das ist Sick Fiber. Okay. Stone Bowl, das. Ich will noch ein bisschen was, den Rest gebe ich zurück. Wir wollen ja selber auch noch was tun, außerdem gibt es ja auch Gewichtgrenze oder so. So, was ist das hier? Auch einfach nur eine größere Kiste. Okay, die mal auch von der Seite.
Das hier ist ein Haus, scheint man selber bauen zu können, so wie das aussieht, weil da ist es komplett zu, hier nicht. Und Betten. Nee, das sind keine Betten, das sind Crafting Stations oder so. Blacksmith, aber man sieht hier auch noch, ist ein bisschen buggy, ne? Ist halt Pre-Alpha. Das ist das allererste Mal überhaupt. Also kam auch heute erst der Invite, heute auch die News. War ganz überraschend. Daher habe ich auch direkt gefragt, ob ich was aufnehmen kann, weil es halt noch relativ neu ist, kommt immer gut an. Wie gesagt, ist von WoW-Entwicklern, daher hat mich das auch interessiert. Vor allem, da ich gerade auch wieder so auf dem Survival-Trip bin, habe ich auch schon ein bisschen geguckt. Gibt auch dieses neue Life is Fuel, zumindest das abgegradete, was dann jetzt Life is Fuel MMO heißt, glaube ich. Was einfach nur die abgegradete Version des Normalen ist, halt in der größeren Welt mit mehr Spielern und so weiter. Das war auch ganz interessant. Naja, also hier kann man auf jeden Fall noch mehr anfangen. Kann man dann auch die Ressourcen refinen, also zu etwas anderen machen. Zum Beispiel zu dem Thick Fiber oder Zement. Waffen, hier kann man auch researchen. Das ist wahrscheinlich das, was die hier schon angefangen hatten. Da braucht man dann wahrscheinlich irgendwas oder keine Ahnung, wie das genau läuft. Das ist wahrscheinlich erst dieselbe Bank. Hier wurden Logs drin. Hier hat auch irgendwer versucht, irgendwas zu bauen, habe ich das gesehen. Mal ein bisschen probieren. Oh. Und springt auch hoch, haben wir gerade runter, warum ist denn hoch geflogen? Was ist das hier? Noch eine Kiste. Was ist das hier? Ein Stone Cutter. Was macht der hier? Wahrscheinlich auch solchen Stone Boulders macht der. Ah ja, Stone Boulders macht der. Stone Blocks, und damit kann man wahrscheinlich bauen. Zumindest Häuser oder so. Sieht aus wie eine Research Bank oder so. Eine Mystical Altar. Kann man. Sieht ein bisschen aus wie WoW, ne? So, hier, Verzauberung. So sieht das hier auch aus. Naja. Vielleicht sollten wir erstmal rausgehen, gucken, was hier überhaupt so in der Welt abgeht. Hier ist auf jeden Fall ein Riesenbaum, man könnte sagen ein Weltenbaum. Sieht schon nicht schlecht aus, ne? Hat schon. Also, ich weiß gar nicht, wenn ich in First-Person-Mode switchen kann, weil ich sehe die ganze Zeit mich hier so und meinen Arsch. Und nicht die schöne Welt. Können wir mal gucken. Activate Placement Mode, also mit P kann man wahrscheinlich bauen oder sowas in der Art. Es gibt auch Push to Talk, wenn man in anderen Spielen reden will, da Chat Crafting. Und da packt es wieder ein bisschen, vielleicht ist auch nur eine Auflösung oder weil ich im Vollbild-Fenstermodus bin. Es scheint mir auch ein bisschen groß das Fenster. Naja, wir wollen jetzt hier mal etwas tun. Gucken wir mal, anfängt wie in jedem Spiel, indem man Holz boxt. Das war hinterher nicht so. P Spellbook, ich dachte P war die Placement Motor, da habe ich mich gerade vertan. Ne, P war Spellbook, was war denn hier oben? Ne, P, hey. So, vielleicht wenn man in der Base ist, ich weiß nicht. Aber wie fange ich denn hier überhaupt an und wie kriege ich das wieder zu? Gibt's hier ein Tutorial oder so? Inventory, Skills, Adventuring Skills, Lumber. Ich muss das irgendwie ausrüsten. Crafting. Ich habe halt ein Lumber von 0. Dafür brauche ich einen Stein, aber muss man das auch einfach aufsammeln und nicht wegboxen vielleicht, dass das da. Jetzt sammelt man erstmal und baut sich dann Tools und dann. Okay. Wie starten wir? Da ist ein Spieler. Hallo. Wie startet man hier? Und der hat schon Werkzeug, da ist ein Wildschwein oder so. Wie starte ich denn?
Ah, warte mal. Nee. Was war noch, habe ich das angeguckt? Das ist geswitcht hier. Ja. Und switcht das Fadenkreuz. Ah, jetzt kriege ich auch Sachen. Das war wahrscheinlich der Start. Das ist wahrscheinlich ein Level-Up oder sowas. Wir haben Plants auf 1 bekommen. Das ist Learning by Doing schon mal. Das finde ich schon mal ganz gut. Mag ich eigentlich. Aber man merkt auch schon so, dass es auf jeden Fall irgendwie ein UI-Artist oder so gekommen ist. Ein UI-Designer. Das sieht schon alles immer so ganz cool aus. Und ist jetzt nicht eins zu eins kopiert, aber man erkennt es schon so ein bisschen wieder. So den Art-Teil dahinter. Habe ich jetzt irgendwas unlocked oder so? Das da vielleicht. Mit Plants 2. Crafting war noch hier. Ne? Wo ich Woodsticks und Flint. Das heißt, ich müsste erstmal irgendwie an Flint kommen. Um eine Stone Axe zu bekommen. Wie kriege ich Flint? Und dann habe ich Steine oder so. Einen kleinen. Aber da hat er ja auch gerade drauf gehackt, der Typ, der da. Ne? Gibt es eigentlich eine Map? Weil ich weiß nicht, ob es wichtig ist zu wissen, wo man hin muss. Wobei wir uns ein bisschen an dem Weltenbau orientieren können, glaube ich. Der war ja daneben. Ich weiß nicht, ob es gerade dunkel wird. Ich glaube. Ich weiß nicht, ob das gefährlich wird. Okay, das ist, glaube ich, nichts Besonderes. Der hat das da irgendwie so ein arkanes Kraut. Irgendwie. Hier können wir fliehen. Ne, Cobblestone. 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 Wir brauchen Flint. Flint ist doch so. Oder Feuersteine eigentlich. Man will nicht. Was kann man jetzt? Kieseln craften oder? Wie kriegen wir Flint? Als Cobblestone kann ich nur Throwing Stones machen. Da sind schon mal eine Waffe. Aber das hilft uns nicht unbedingt. Unser zu Hause, das da, glaube ich. Wo sind die Flintstones? Drink some water. Find a watering hole or find a water skin. Place it on your action bar and then use it. Ah, hier unten wahrscheinlich Stats oder so. Ähnlich was es ist. Als erstes wahrscheinlich Stamina, Health, Food, Water und Weight. Das heißt, wir brauchen dringend was zu trinken. Wahrscheinlich ist Sprinten dann auch eine schlechte Idee. Ja, warte mal, schon mal Wasser. Wird echt dunkel gleich. Also hier man einfach so aus einem Pool trinken kann. Na, oh, kann man. Da ist ein Lagerfeuer. Ja, auch. Und ich weiß gar nicht, wie ich mich von den Fraktionen unterscheide. Von den Tattoos vielleicht? Ich sehe mich jetzt nicht von vorne, ne? Ich glaube, ich habe die orange Fraktion genommen. Da hatte ich auch orange Augen. Vielleicht sind die Tattoos dann auch anders farben. Ich weiß nicht, wie ich sonst jetzt auf Spieler reagieren soll, weil ich nicht weiß, wie ich die unterscheide. Ist zumindest nichts drin zu essen. Scheint auch ein Feuer zu sein, oder ist das die Sonne, die da gibt? Man weiß nicht. Was ist denn alles Cobblestone? Wie komme ich denn an Film? Würmchen? Ne, die Bälle. Boah, langsam wird es echt dunkel. Ich habe jetzt schon Probleme, noch was zu sehen. Oh, die machen Licht. Das
sind Glühbällen sind das. Glühbälle. Das ist ja auch ein bisschen buggy irgendwie. Von irgendwas scheinen die immer extrem zu reflektieren. Sieht das mal so aus, ob das irgendwas Besonderes sei. Was ist das da oben? Gorilla? Also auch ein Wildschwein. Ich sehe das nicht. Oder ein Rhinoceros. Schon irgendwie geplündert bestimmt. Wie komme ich an Flynn? Gibt's eigentlich auch einen Sammelskill? Nicht direkt. Überall Feuer. Irgendwie laufen. Da hinten. Oder was? Weißt du, Ranger Name ist meiner Fraktion? Man weiß es nicht. Wie komme ich denn jetzt an den Flieger? Fragen über Fragen. Es kann doch nicht so schwer sein. Das ist so eine Grundressource. Oder zumindest eine Anfangsressource. Da ist schon ein Wildschwein. Ist daneben noch ein Wildschwein? Ja. Hier ist eine Wildschwein-Paligo. Wie viele hier sind. Aber wie komme ich an Fleisch? Mein Craften kann ich nur das. Bolts bringen mir ja nichts, wenn ich sonst nichts habe. Oder ich kann mir so ein paar Swirling Stones basteln, aber ansonsten. Ach doch, ich bin schon leicht, ich wollte gerade da mal mit denen. Werf ich die dann mit eins? Oder rüste ich? Nee, ich rüste die nur aus. Find some food, cook some meat or harvest some food and either drag it to your action bar or use it. Achso, nee, or right click it then you're in. Ja, yeah, aber sag mir doch mal, wie ich blind kann. Außerdem sehe ich nichts. Ich weiß nicht, ob ich einen Wildschwein, Wildschwein tot kriege mit Steinen werfen. Ich will es noch nicht probieren, wenn die mal irgendwie in den Rudeln sind. Schon wenn hier ein Angreif kommt, kannst du auch Rudeln verpacken. Und dann ihr habt die Aggro sind oder nicht. Hallo? Sind die Aggro? Ups. Ja, wie viel Peter hat. Ich sehe nur, dass der Sound extrem laut ist. Musik kann auch schon bei. Huch, Dackel, was ist das denn? Ende der Welt. Also scheint der Level zumindest schon mal irgendwie begrenzt zu sein, geh ich mal vor. Aber wie krieg ich denn jetzt Flint? Ich hätte selber herausfinden, ne? Weil ja, oder ich könnte fragen. Weil ist ja gerade erst draußen da. Gibt es noch keine Guides zu, oder? Keine 5 Top-Tipps. Tippi-Tobby. Voll damit schon mal. Oh, ich habe Flint gefunden. Aber ich sehe immer noch nichts. Wir brauchen mehr Glühwürmchen. Das ist echt gar nichts. Erstmal baden gehen.
Hallo. So, dann craften wir uns jetzt schon mal eine Stone Axe. Und dann eine Stone Pick. Dann kann ich nicht mehr tun. Wir haben jetzt, was haben wir jetzt? Stones haben wir jetzt auf 1. Toolcrafting haben wir auf 1. Und damit kann ich da jetzt bestimmt schon mal was anfangen. Vielleicht sogar schon bei der Witchbringer. Hinten ist ein riesiger Elch, der geleuchtet hat. Die View Distance? Ne. Was ist da noch passiert? Mal gucken, ob wir den irgendwie vielleicht einen schnappen können. Die schienen ja nicht irgendwo zu sein. Das Trefferfeedback scheint noch nicht so ganz gut zu sein, außer die Geräusche, die wir jetzt mal, dass das Trefferfeedback ist. Das scheint immer noch ein bisschen effektiv, scheint ein bisschen laut zu sein. Das heißt, damit kann ich schon mal was zu essen besorgen. Ja. Oh, ich müsste auch was essen, weil sonst sterbe ich gleich. Aber ich habe noch kein Lagerfeuer. Das heißt, wir müssen zurück. Oh, hier war kein Lagerfeuer in der Nähe, glaube ich. Die waren alle da drüben am Arsch der Welt. Und die Pick geht auch schnell kaputt. Oh fuck, oh fuck, oh oh fuck. Oh oh fuck. Hier komme ich nicht mehr weg. Dann gucken wir doch gleich mal, was passiert, wenn man stirbt. Tschüss. Ich wurde von mir selber getötet. Das Order ist, glaube ich, meine Fraktion gewesen. Ja. Und da sind wir wieder bei Null. Ohne alles. Und ich habe sogar die Sachen vielleicht auch nicht mitgenommen von hier. Ja. Na gut.